bei Medimobs bestellt und ihr habt gesagt, ich soll ein Unpacking-Video machen. Also bitte, Unpacking-Video, kein Problem. Karton, Bestellung, viele Bücher. Ausgepackt. Und jetzt? Okay, heute gibt es ein Unpacking-Video aus meinem Bett. Ja, und wenn ihr fragt, warum, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich dachte mir, Sex sells, oder ich habe einfach keinen Nerv mehr, immer vor dem gleichen Buchregal zu filmen. Und auf jeden Fall habt ihr schon gesehen, riesengroßer Karton, den ich hier habe. Ich habe 18 Bücher bestellt und naja, das Problem ist, ich kann euch nicht zu jedem Einzelnen was sagen, weil ich mal wieder einfach Bücher bestellt habe, ohne überhaupt zu wissen, welche das sind. Also, naja, welche es sind, weiß ich schon, nur worum es in den Büchern geht, weil ich bestelle ja gerne einfach mal Bücher, von denen ich vielleicht irgendwie mal was gehört habe und noch irgendwo im Hinterkopf hatte, okay, das ist vielleicht ganz interessant. Und ja, solche Bücher bestelle ich dann irgendwie immer. Ich hatte Lust auf Thriller, deswegen habe ich unheimlich viele neue Thriller bestellt. Und ich fange am besten gleich mal an, sonst wird das Video viel zu lang. Gut, das erste wäre Gott schütze dieses Haus von Elizabeth George. Da ärgert mich schon ein bisschen, sehe ich gerade. Das ist nicht die Ausgabe, die ich bestellt hatte, sondern eine viel ältere. Aber naja, egal. Außerdem habe ich einige Bücher von John Katzenbach bestellt. Von dem habe ich noch nie etwas gelesen. Aber meine beste Freundin findet seine Bücher furchtbar toll und hat mir das immer wieder empfohlen, also habe ich jetzt einfach mal ein paar bestellt. Die gab es nämlich auch bei Medimobs jetzt für 1 Euro. Unter anderem, was haben wir hier? Der Patient von John Katzenbach. Außerdem von Max Landorf, Der Regler. Ebenfalls ein Thriller. Genauso wie von Charlotte Link, Die letzte Spur. Das habe ich mir bestellt, weil ich auch im Moment so ein bisschen in England-Stimmung bin. Und ja, Elizabeth George und Charlotte Link sind da ja so die Expertinnen für. Und deswegen mussten diese Bücher auf jeden Fall mit. Hier haben wir noch einen John Katzenbach, und zwar Das Opfer. Ich finde es ja super lustig, dass bei ganz, ganz vielen Thrillern hat man dieses Phänomen, dass die Titel mega kurz sind. Also Das Opfer, Der Patient, um jetzt John Katzenbach zu nennen. Oder das hat man ja auch bei Sebastian Fitzek sehr gerne mit Die Therapie, Das Kind und so weiter. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Habt ihr eine Idee? Soll irgendwie ein kurzer Titel vielleicht ja, implizieren, dass Spannung aufkommen soll? Man schreibt ja auch ein bisschen abgehackter, wenn man Spannung ausdrücken will. Vielleicht liegt es also daran. Ich weiß es nicht. Dann habe ich noch von Sabine Thiesler Die Totengräberin bestellt. Von ihr hatte ich schon mal 2 Bücher gelesen, und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Ist schon ewig her, als die rauskamen, nämlich, ich glaube, Der Kindersammler oder sowas, kann das sein? Und noch eins. Und die fand ich damals ganz gut, habe dann ewig nichts mehr von ihr gelesen, also mehrere Jahre jetzt bestimmt. Und habe das hier gesehen bei Medimobs, auch für 1 Euro. Deshalb habe ich das mitbestellt. Noch ein Thriller, von dem ich schon viel Gutes gehört habe, den ich bis jetzt immer ignoriert habe in der Buchhandlung, wäre Kind 44 von Tom Rob Smith. Ich glaube, das ist ja auch so eine Reihe oder er hat zumindest mehrere Bücher geschrieben, die ein relativ ähnliches Cover haben. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Aber auch das ist ein Thriller. Ich verspreche, wir sind auch gleich mit den Thrillern durch. Genau. Von Josh Basel, weiß nicht, wie man das jetzt genau ausspricht, Schneller als der Tod, das ist ja auch so eine Mischung aus Thriller, Krimi und Roman. Fand das Cover übrigens ziemlich genial. Und als letztes noch ein John Katzenbach, Die Anstalt. Das waren jetzt wirklich alle Thriller, die ich bestellt habe, also schon ein ganzer Haufen. Und ich gehe gleich mal weiter zu den anderen Büchern. Womit fange ich an? Ja, Little Bee habe ich mir noch geholt. Da geht es um ein afrikanisches Mädchen in New York. Mehr weiß ich nicht, aber es ist ein Roman. Es soll sehr schön geschrieben sein, berührend. Und
Ich dachte so zum Ausgleich zu den ganzen blutigen Thrillern brauche ich auch ein paar ruhigere, langsame Bücher, die vielleicht sonst irgendwie unterhaltend sind, nur eben nicht blutig. Und da fand ich, wäre das eine ganz gute Idee. Ebenso das Leben kleben. Ich habe wirklich absolut null Ahnung, worum es geht, aber das Buch ist mir schon immer in der Buchhandlung so ins Auge gesprungen, weil ich das Cover doch recht markant finde. Es ist sehr raues Papier auch und nicht so ein glattes, wie man das sonst kennt. Und den Titel finde ich auch ganz lustig, das Leben kleben. Manchmal wäre es schön, könnte man das einfach. Und deshalb habe ich es mitbestellt. Außerdem, oh ja. Ich habe ja jetzt schon ein paar Bücher von Nick Hornby gelesen. Manche haben mir sehr gut gefallen, manche ganz schlecht und die meisten eigentlich eher so, naja, Mittelmaß. Man hat nichts verpasst, wenn man es nicht gelesen hat, war immer so meine Ansicht. Aber es haben mir ja super viele von euch gesagt, du musst unbedingt noch A Long Way Down lesen. Und deshalb habe ich es mir bestellt. Also wenn das Buch jetzt schlecht ist, dann mache ich euch persönlich dafür verantwortlich. Und dann, ich weiß auch nicht. Aber ich werde es jetzt noch lesen. Außerdem, Jodie Picoult, Die Wahrheit meines Vaters. Von ihr habe ich ja erst zwei Bücher gelesen. Das erste war Zeit der Gespenster und das fand ich ganz furchtbar. Ich dachte so, Gott, was für ein schreckliches Buch. Mir wurde dann aber noch beim Leben meiner Schwester ans Herz gelegt und das wiederum fand ich eigentlich sehr gut geschrieben. Deshalb wollte ich ihr nochmal eine Chance geben. Ich muss ja jetzt irgendwie entscheiden können, ob es eine Autorin ist, die ich gerne lese oder nicht. Und habe mich dann für Die Wahrheit meines Vaters entschieden. Falls ihr die Bücher schon gelesen habt, die ich hier so in die Kamera halte, könnt ihr mir ja mal sagen, welches sich lohnt. Ich bin nämlich noch am Überlegen, welches ich jetzt als erstes lesen soll und welches nicht. Außerdem von Paulo Coelho, Die Hexe von Portobello. Von ihm habe ich ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren ziemlich viel gelesen. Und seine alten Bücher haben mich total begeistert. Vor allem zum Beispiel Veronika beschließt zu sterben, das mochte ich sehr, sehr gerne. Aber dann fand ich, irgendwie wurde es immer religiöser. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Bücher hatten absolut so einen religiösen Einschlag, der mir nicht gefallen hat, weil das muss ich ehrlich gesagt nicht in meinen Büchern haben. Und ich habe ganz, ganz lange einen Bogen um seine neuen Bücher gemacht. Jetzt probiere ich es nochmal mit Die Hexe von Portobello und naja, mal sehen. Vielleicht kann es mich wieder begeistern, vielleicht auch nicht. Dann noch ein bisschen Chick Lit, es muss ja sein, ich gebe es zu, von Sophie Kinsella, Göttin in Gummistiefeln. Sie hat ja die Shopaholic-Reihe geschrieben, da habe ich das erste Buch von gelesen und ich war noch nicht so ganz überzeugt, weil ich finde die Protagonistin, also Rebecca Bloomwood, unheimlich nervig dargestellt. Aber ich habe auf Englisch dann ganz viele ihrer Einzelbände schon gelesen, ich glaube sogar fast alle. Und die fand ich wiederum teilweise gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall gute, lustige und seichte Unterhaltung für zwischendurch, wenn einem mal danach ist. Und ja, die Göttin in Gummistiefeln fehlte mir jetzt noch, deswegen habe ich das mitbestellt. Naja, allerdings muss ich sagen, ich lese die normalerweise lieber auf Englisch, deswegen bin ich ein bisschen, naja, schon genervt, dass ich es mir jetzt auf Deutsch bestellt habe. Weil ich denke mir immer, wenn du schon so ein seichtes Buch liest, dann doch wenigstens auf Englisch, damit man sagen kann, es wirkt wenigstens intelligenter, wenn ich nicht auf Deutsch auch noch sowas lese. Ihr versteht, was ich meine, oder? Egal. Jetzt noch zwei Bücher, die überhaupt nicht, weiß nicht, wären mir eigentlich so nie untergekommen, aber ich habe so viel Positives davon gehört, dass ich gedacht habe, na gut, dann möchte ich jetzt auch wissen, was daran so toll ist. Hätten mich ansonsten wirklich überhaupt nicht interessiert. Einmal Mängelexemplar von Sarah Kuttner und das andere wäre von Hugh Laurie Bockmist. Bei beiden weiß ich auch nicht so genau, worum es geht, aber Hugh Laurie ist der, der Dr. House spielt. Ne? Die Serie habe ich übrigens nie wirklich geguckt. Ich habe mal eine Folge gesehen und ging mir irgendwie da schon total auf die Nerven. Ich fand den Typen überhaupt nicht lustig oder so. Also, ich weiß nicht. Ich bin ja eigentlich ein sehr großer Freund von Sarkasmus und Ironie und trockenem Humor und sowas, aber
Ich weiß nicht, Dr. House, da ist irgendwie nie der Funken übergesprungen. Egal, der Typ an sich soll ja auch ein ziemlich intelligent, witziger Mensch sein und deswegen möchte ich mal in sein Buch reinschnuppern. Das letzte Buch, was ich noch für mich mitbestellt habe, ist ein englisches. Es muss ja immer eins dabei sein. Und das wäre von Lisa McMahon, The Missing. Von ihr wollte ich eigentlich die ganze Wake und Sleep und frag mich nicht, wie die Bücher alle heißen, Reihe lesen. Die gab es jetzt aber gerade nicht bei Medimops, beziehungsweise nicht besonders günstig. Ich glaube für 6 Euro oder so. Und das war mir dann viel zu teuer, weil die neu bei Amazon schon nur 7 Euro kosten. Und naja, ich wollte aber auf jeden Fall irgendwas von ihr mal lesen und habe dann zu The Missing gegriffen. Also es soll auch ein bisschen Thriller-Elemente enthalten, aber ich glaube, es hat auch so einen übernatürlichen Touch da drin. Ich weiß es nicht genau. Klang auf jeden Fall recht spannend und deswegen ist das auch noch mitgekommen. Ein weiteres Buch habe ich jetzt noch hier drin, aber das ist nicht meins, sondern das habe ich für eine Freundin mitbestellt. Und zwar Einer flog übers Kuckucksnest. Den Film habe ich noch nicht mal gesehen. Schande über mich. Und jetzt ist der Buchstapel umgekippt. Sehr gut. Egal. Tja, das war schon meine Bestellung. Wie gesagt, ich kann euch nicht besonders viel zu den Inhalten sagen, weil ich die selber nicht so richtig kenne. Aber falls ihr die Bücher schon kennt, sagt mir gerne Bescheid, welches das Beste ist und welches ich jetzt unbedingt als nächstes lesen sollte. Ich bin nämlich fast durch mit meinem aktuellen Buch und dann muss ich doch mal schnell entscheiden. Gibt es sonst noch was? Ich glaube nicht. Das war's. Wir sehen uns am Sonntag wieder und macht's gut.